Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hyperlight Drifter. Wir sind letzte Folge im Kristallwald angekommen und haben hier auch schon das erste Fragment gefunden. Mir geht's heute leider nicht ganz so gut, das heißt, wenn das Commentary zwischenzeitlich mal ausfällt, dann liegt das wohl daran, dass ich schon bewusstlos im Stuhl liege und nur noch das Muscle Memory am Arbeiten ist. Mein Gehirn aber eigentlich schon ausgeschaltet hat. Okay, was haben wir hier? Noch ein paar dieser einfachen Gegner. Ja, ich habe dieses Gebiet hier als das mit Abstand hochgierigste in Erinnerung. Oh, da kommen noch mehr. So. Der will clean. Da oben ist doch was. Wie komme ich da hin? Irgendwie links rum. Medikit. Ja, nehmen wir einfach. Schaden kann es nicht. Ja, und dann geht's nicht lang. Nee. Oh, ein Eichhörnchen. Mit Geweih. Okay, hier sieht's doch. Ah, nein, doch nicht. Ja, ich habe den ganzen Tag irgendwie solche Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Genug getrunken habe ich eigentlich. Aus dem Nichts einfach da gewesen. Ja, jetzt muss ich damit klarkommen. Oh. Ein Skelett. Sieht ja schon. Ja, ich weiß es gar nicht. Interessant aus. Sagen wir mal interessant. Komme ich denn aber. Wie komme ich denn da hoch zu dem Gearpiece? Nur noch mal kurz geschaut, ob die Aufnahme läuft. Okay, vielleicht geht's da nach oben. Okay, hier geht's definitiv runter, das sieht man. Oh, das sieht schön aus hier. Wie viele Gearpieces haben wir denn inzwischen? Oh, jetzt habe ich mich geheilt aus Versehen. 3 Stück haben wir schon wieder. Das heißt, theoretisch könnten wir noch eine Fähigkeit kaufen. Ja, okay, hier sieht es so aus, als würde das nach oben gehen zu dem Gearpiece, was wir gerade gesehen haben. Torbogen. Noch einen Brunnen. So, und jetzt müsste es hier nach rechts gehen, langsam. Tja, die kann man wirklich einfach eindreschen. Die greifen nicht schnell genug an. Hier geht's lang. So. Und dann sind wir auch schon hier. Perfekt. Haben wir das auch gefunden. So, ich weiß gar nicht, ob ich... Okay, ich werde mir wirklich mal jetzt hier merken, wie viele Schlüsselkarten und wie viele Monolithen ich hier einsammle bzw. aktiviere.
Weil bei den anderen habe ich das irgendwie so schnell, in den anderen Gebieten habe ich das so schnell aus dem Blick verloren. Das wäre echt hilfreich, wenn ich die restlichen noch finden will. Die Frage ist, ob ich das überhaupt will. Oh. Den Kristall kann man kaputt machen. Okay. Da muss ich dann irgendwo anders lang. Ich meine, vielleicht hat sich ja jemand von euch das ganze Projekt von mir angetan und kann mir mal in die Kommentare schreiben, wenn er es noch weiß, wie viele Schlüsselkarten und Monolithen ich in den einzelnen Gebieten gesammelt habe. Okay, hier kann man sogar schon durch. Naja, das war zu erwarten, dass wir hier rauskommen. Nummer 1. Ich versuch's mir zu merken. Habe ich immer ein bisschen Angst, dass der Dash nicht weit genug geht. Wieder so ein Eichhörnchen. Okay, da unten ist ein Gebäude. Hier ist der Rest vom Skelett. Oder das sind schon wieder Teile von einem anderen. Das kann natürlich auch sein. Oh, jetzt muss ich mich aber heilen. Ja, nein. Da war ein Pflänzchen im Weg. Aber wir starten direkt wieder hier. Von daher nicht allzu schlimm. So, jetzt kommt noch mal ran hier. Oh, da kam auch einer von hinten. Das war eine effektive Granate. Man kann die Wölfe auch kaputt hauen, noch bevor die einen einmal angreifen können. Da muss man wirklich verdammt schnell sein. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Das sieht ja schon recht geheim aus. Okay, eigentlich dachte ich, das führt nach da rechts, aber irgendwie ja doch nicht. Ist natürlich immer so die Frage, ob man durch die, ob man zu diesen Gebieten kommt durch einen Untergrundweg oder halt schon von der Oberfläche aus. Dann könnte man so in etwa abschätzen, wenn man das wissen würde, wo man noch eventuell einen Weg übersehen hat. Weil jetzt sieht es ja so aus, als hätte ich hier irgendwo einen Weg übersehen nach unten. Aber wenn das ein Untergrundeingang ist, dann kann es natürlich auch sein, dass ich da erst ganz woanders hin muss, um nach da unten zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber... Ach, falscher Knopf. Aber... Von dem Gebiet hier... Die Farbpalette gefällt mir deutlich am besten. Okay. Das sieht auch interessant aus. Oh, hier haben wir auch noch was. Die Frage ist, was? Soll es irgendwo lang gehen? Ach so.
Hier noch was? Nö. Dann gehen wir mal hier rein. Sieht aus wie ein Haus. Ein Baumhaus. Halt nur nicht im eigentlichen Sinne. Oh. Hey. Ich kann hier drin nichts kaputt machen. Die Kristalle scheinen einiges zu verschlingen. Inklusive Lebewesen. So, jetzt geht's hier rein. Weiß gar nicht, ob das so gut ist. Hatte ich oben jetzt alles mitgenommen? Hm. Oh, eine Armory. Mit Waffen und Ausrüstung. Moment. Da war, glaube ich, gerade... Oh nein, jetzt komme ich nicht zurück. Aber ja, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin hin wollten. Ach, komm. Ich habe lange nicht mehr den Fernkampf genutzt. So. L2... Nehmen wir mal. Was ist das? Achso, ja, stimmt, das wollten wir mal ausprobieren. Ah, jetzt habe ich leider keine Muni mehr. So, bevor ich hier aber weitermache, wollte ich noch gucken, ob ich hier da rechts nicht noch was habe. Weil hier ist keine Barriere. Kann sein, dass ich da doch was übersehen habe. Okay. Dann nicht. Achso, hier oben rechts noch. Das eine Medikit nehmen. Oh, Hinterhalt! Gut, überstanden. War jetzt zum Glück nur ein Gegner, der mich überraschen wollte. Oha. Okay, hier komme ich nicht durch. Neuer Gegner. Die Waffe, die kann nicht schlecht sein. Also die könnte was drauf haben. Okay, die schlagen mich auch frei. Jetzt kommen die hier an. Aua. Aber allzu schwierig sind die jetzt auch noch nicht. Weggesprengt. Nehmen wir dich. Okay, da wollte gerade schon eine Barriere aufgehen. Weil das hier irgendwie... Also ich glaube, wenn ich da durchlaufe, geht die Barriere hinter mir hoch und er erkennt das hier schon als durchgegangen an. Aber wir hatten hier noch nicht alles gesehen. Oh Gott, das ist so verwinkelt und weitläufig. Das Problem ist hier an dem Gebiet, durch die ganzen Bäume, es ist immer ein bisschen schwieriger herauszufinden, wo es denn jetzt noch weitergeht und wo nicht. Also wo irgendwelche geheimen Abschnitte sind. Komm, dash mal nach vorne. Du auch. Ja. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es hier in Anführungsstrichen offiziell weitergeht. Guck mal. Nur mal kurz. Okay, es sieht ganz so aus. Ist hier der Teleporter? Ja, hier ist der Teleporter. Gut. Dann würde ich sogar noch mal zurückgehen. Weil ich würde jetzt einfach mal stark behaupten, ganz links geht's weiter. Also geht's zum Boss.
hinten ist doch auch irgendwas. Wir wollten aber erstmal hier rechts noch gucken. Da, wo die Barriere hochgefahren ist. Aua. Erstmal den Kopf gestoßen. Oh Gott. Darf ich eine Granate schmeißen? Die war ja nicht so doll. Verdammt. Okay, Hauptsache die Wölfe sind erstmal weg. Oh, da hätte ich gedacht, den schaffe ich noch. Aua. Okay, erstmal heilen. Okay, hier geht's. Okay, hier sieht es so aus, als würden sich erst die Barrieren runterfahren müssen, dass wir weiterkommen. Ich weiß gar nicht, diese nicht gekennzeichneten Barrieren, also die hier, wo kein Symbol oben drauf ist, wie man die runterfahren kann, ob das einfach nur ist, wenn man einen Gegner besiegt oder einen Schalter. Ja, okay, da ist der Schalter. Gut, dann hat sich die Frage schon erledigt. Die können Schüssen ausweichen. Da wäre die Raygun natürlich ganz... Hallo? Da wäre die Railgun natürlich ein bisschen besser. Komm, als ob hier auch nichts ist. Ja. Ich guck mich immer mal ein bisschen um. Betrachte die Sprites, gucke, was es sein könnte. Weil es ja doch nicht immer ganz so einfach zu erkennen ist. Weil es ja recht minimalistisch ist. So, jetzt machen wir hier die Barrieren runter. Dann können wir hier hoffentlich rechts weiter. Ich schaue mir gerne die kleinen Details an. Also wenn ich manchmal stehen bleibe, dann könnte davon ausgehen, dass meine Augen gerade irgendwo woanders sind. Oh. Ah, beide. Ah, und dann verkacke ich es komplett. Mann, ich habe mich schon gefreut, dass ich irgendwie beide jetzt einmal wegbekomme. So, das ist jetzt schon das zweite Fragment. Bis jetzt fehlen mir irgendwie noch so ein paar Gegner in dem Gebiet. Also, jetzt nicht von der Anzahl, sondern von der Vielfalt. Beziehungsweise nicht mal unbedingt von der Vielfalt, aber vom Aufbau, wie die geplaced wurden. Das stört mich noch so ein bisschen. Das könnte man noch etwas besser machen. Ach so, ja, das war das. Ich würde sogar sagen, wir haben ja den Teleporter. Würde ich sagen, gehe ich erstmal in die Stadt. Kaufe mir was Neues. Und... ja. Ich glaube, dann würde ich die Folge dann auch beenden. Was kaufe ich mir? Einen Medikit-Slot? Ich glaube, das könnte für den Boss am Ende ganz gut sein. Oh, er hustet auch. Ist er auch ein... ne, er hat nicht so eine Drohne. Ah, nee, Moment. Das könnte ja vielleicht doch von Vorteil sein, wenn ich sowohl noch eine Granate hätte, als auch mehr Munitionskapazität. Ich glaube, ich gehe erstmal mit der Munition. Habe ich schon. Das ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Ja gut, dann kann ich ja erstmal einen neuen Granatenslot kaufen. Wenn ich dann noch drei Gear Pieces übrig habe,
Dann... Nee, habe ich nicht. Dann hätte ich mir noch Medikit-Slot geholt. So. Huch. Nee, wie zoome ich rein? L2, okay. So, was haben wir hier? Hier geht's runter. Ich glaube, das könnte das sein, wo wir gewesen sind. Hier geht's doch irgendwo rein. Nee, doch. Ja, doch, könnte gewesen. Ich weiß nicht. Da oben war das Baumhaus. Hier scheint noch ein Titan zu liegen. Dann ist hier noch ein ziemlich großes Gebiet, bis es dann zum Boss geht. Wenn wir das Gebiet haben, dann können wir hier unten lang. Das dürfte nämlich jetzt noch nicht offen sein. Und das wäre dann der letzte Teil des Spiels. Ja, erstmal wieder zurück teleportieren. Und dann bedanke ich mich wie immer, dass ihr hier gewesen seid. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder da wärt. Tschüss!